Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich hatte ja bereits mehrfach angekündigt, dass ich mich einmal der NSU-Geschichte widmen möchte. Denn es gibt dort immer noch irgendwelche Unklarheiten, Widersprüche und andere Merkwürdigkeiten in dieser ganzen Serie. Diese ganze Geschichte ist sehr komplex und es müssen diesbezüglich immer einzelne Komponenten betrachtet werden. Die Frage ist natürlich auch, ob ihr überhaupt daran Interesse habt, euch mit dieser Geschichte zu beschäftigen, beziehungsweise euch das anzuhören. Ich werde diesbezüglich eine Umfrage einstellen. Denn diese ganze Geschichte ist keine so leichte Kost, da es immer wieder verschiedene Theorien in dem Fall gibt. Ich persönlich für mich muss sagen, die ganze Geschichte scheint mir nicht so gewesen zu sein, wie sie dargestellt wurde. Warum, werde ich im Laufe der Zeit erklären und ich denke mal, dann werdet ihr auch meine Bedenken erkennen. Und diese Bedenken habe ich nicht nur alleine, das haben auch einige andere Leute und auch die ARD, ja, ein öffentlich-rechtlicher Sender, haben sich damals dieser Geschichte nochmal angenommen. Die haben einen Dreiteiler gemacht, mitten in Deutschland, wo dann praktisch reale Fakten und auch eine gewisse Fiktion, was hätte sein können, zusammengefasst hat. Und da gab es so einige interessante Punkte. Aber genug der Vorrede, fangen wir mit dem ersten Teil dieser Geschichte an, die ich erstellt habe. Und zwar geht es da um den Polizistenmord an Michelle Kiesewetter. Ich habe hier verschiedene Quellen zu Rate gezogen, kann aber nicht alle Inhalte hier komplett in das Video oder in den Podcast mit reinbringen, da es ansonsten wirklich den Rahmen sprengen würde, beziehungsweise einfach inhaltlich auch zu komplex werden würde. Habe ich aber alles in der Beschreibung hinterlegt, dann könnt ihr es selber nochmal nachlesen. Bei diesem Polizistenmord von Heilbronn wurde die Polizeivollzugsbeamtin Michelle Kiesewetter am 25. April 2007 auf der Theresienwiese in Heilbronn mit einem gezielten Kopfschuss getötet. Ihr Kollege Martin A. ebenfalls durch einen gezielten Kopfschuss lebensgefährlich verletzt. Und dieser Mordfall wurde zunächst durch die jahrelange Fahndung nach dem Heilbronner Phantom in der Öffentlichkeit bekannt. Zu dem Heilbronner Phantom werde ich dann morgen mal ein Video bzw. Podcast machen, denn auch diese Geschichte ist einfach sehr merkwürdig. Ja, und der Mord an Michelle Kiesewetter und die versuchte Tötung an Martin A. wird seit November 2011 der NSU zugerechnet. Zugetragen hat sich dieser Fall ein Jahr nach dem letzten Fall von der NSU-Serie, bei der der NSU von 2000 bis 2006 in deutschen Großstädten 9 Kleinunternehmer aufgrund ihrer Herkunft tötete. Am 16. April 2007 beginnen die letzten 10 Tage im kurzen Leben der Michelle Kiesewetter. An diesem Tag befindet sich die aus dem thüringischen Oberweißbach stammende Polizistin, die seit 4 Jahren nun schon in Baden-Württemberg arbeitet, auf einem Fortbildungslehrgang in ihrer Böblinger Polizeikaserne. Die 22-Jährige ist guter Stimmung, denn sie hat sich verguckt in einen Kollegen. Der kommt sie am Abend dieses Tages besuchen. Und es sei nichts Ernstes, sagt eine Freundin später, nur ein Flirt, ihr letzter Flirt. Der Fall von Michelle Kiesewetter wurde auch bei Aktenzeichen XY dargestellt, am 28. Mai 2008. Und da wird auch auf den Zusammenhang mit dem Heilbronner Phantom eingegangen. Tatsache in dem Fall ist, dass Michelle Kiesewetter bis zum 17. April einen zentralen Fortbildungslehrgang in ihrer Einheit in Böblingen absolvierte. Danach hatte sie eine Woche dienstfrei und fuhr dann am 19. April für einen Kurzurlaub zu ihrer Mutter ins thüringische Oberweißbach. Von dort aus hatte sie sich dann telefonisch bereit erklärt, für einen erkrankten Kollegen einzuspringen. Und zwar am 25. April. Also der Tag, an dem sie getötet wurde. An diesem 25. April 2007 hatten dann Michelle Kiesewetter und ihr Kollege Martin A. ihren Streifenwagen auf der Heilbronner Theresienwiese geparkt, um eine Pause einzulegen.
Gegen 14 Uhr hörten dann Zeugen mehrere Schüsse. Anschließend fanden Polizeibeamte die 22-jährige Michelle Kiesewetter tot und ihren 24-jährigen Kollegen Martin A. schwer verletzt neben dem Wagen. Aus der Tatortanalyse ergab sich die Mutmaßung, dass sich zwei Täter von hinten dem Fahrzeug genähert und den Beamten jeweils in den Kopf geschossen hatten. Da Martin A. im Rückspiegel einen Täter sah, habe er sich zu dem Täter umgedreht und wurde seitlich in den Kopf geschossen. Die Hülsen und Projektteile ließen dann Rückschlüsse auf zwei Tatwaffen zu. Die Dienstwaffen und Handschellen der Beamten wurden gestohlen. Der überlebende Polizist Martin A., der mehrere Wochen im Koma lag, hat bis heute einen Teil des Projektils in seinem Kopf. Anhand seiner Erinnerungen wurde eine Phantomzeichnung eines Täters angefertigt. Eine Person, die am Vorabend Michelle Kiesewetter und einen anderen Kollegen angestarrt hatte, ähnelt laut Vernehmung dieses Kollegen dem Phantombild, welches nach den Erinnerungen von Martin A. erstellt wurde. Die Ermittlungen in dem Fall wurden zunächst in der Polizeidirektion Heilbronn von der Sonderkommission Parkplatz geführt. Diese wurde am 11. Februar 2009 zwecks personeller Entlastung der Heilbronner Polizei vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg teilweise übernommen. Und seit dem 11. November 2011 führte die Bundesanwaltschaft wegen des Zusammenhangs mit rechtsterroristischen Taten die Ermittlungen. Die von der Spurensicherung am Polizeifahrzeug genommenen Proben enthielten die DNA einer unbekannten Frau. Und diese galt lange Zeit als der am ehesten erfolgversprechende Ermittlungsansatz. Und nachdem diese DNA über Jahre hinweg an mehr als 40 Tatorten nachgewiesen war, waren 5 Sonderkommissionen, 6 Staatsanwaltschaften in 3 deutschen Bundesländern und polizeiliche Ermittler in Deutschland, Österreich und Frankreich mit der Aufklärung beschäftigt. Die vermeintliche Täterin, die man Heilbronner Phantom nannte, wurde sowohl vor als auch nach dem Polizistenmord einer Reihe von unterschiedlichen Straftaten an verschiedenen Orten in Österreich, Frankreich und Deutschland zugeordnet, was die Ermittlungsbehörden zunehmend an der Brauchbarkeit dieser Spur zweifeln ließ. Und Ende März 2009 wurde schließlich bekannt, dass die gefundene DNA aus einer Verunreinigung der für die Spurensicherung verwendeten Wattestäbchen herrührte. Die DNA stammte von einer Verpackungsmitarbeiterin eines an der Herstellung beteiligten Unternehmens. Und daraufhin musste dieser Ermittlungsansatz fallen gelassen werden. Das ab 2009 zuständige LKA berichtete im selben Fall nach Zeugenbefragungen und Ermittlungen, dass bis zu 6 Personen an der Tat beteiligt gewesen sein könnten. Die Personen wurden wenige Minuten nach der Tat von den Zeugen gesehen. Außerdem ließ das LKA 14 Phantombilder anfertigen, von denen 3 für eine Veröffentlichung vorgesehen waren. Ein gerichtlicher Antrag auf Veröffentlichung wurde durch die damals zuständige Heilbronner Staatsanwaltschaft mit der Begründung abgelehnt. Aufgrund des Inhalts der einzelnen Zeugenaussagen seien die für die Veröffentlichung erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt. Durch das NSU-Ermittlungsverfahren verschob sich dann die Zuständigkeit zum Generalbundesanwalt, der die zugehörigen Zeugenaussagen ebenfalls nicht als glaubwürdig einstufte. Eine Übereinstimmung der Phantombilder und der möglichen Täter des NSU sei nicht gegeben gewesen. Lange Zeit fahndete man unter Sinti und Roma nach den Tätern, die sich am Tag der Tat als Landfahrer in der Nähe aufgehalten hatten. Im Mai 2012 bedauerte der Chef des Bundeskriminalamtes, Jörg Zierke, gegenüber dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma die nach seinen Angaben von den Medien verschuldeten öffentlichen Falschverdächtigungen. Während der Ermittlungen wurden bei einem Verdächtigen ein Lügendetektortest durchgeführt. Die Psychologen hielten daran fest, dass der Mann ein typischer Vertreter seiner Ethnie sei. Was bedeutete, dass die Lüge ein wesentlicher Bestandteil seiner Sozialisation sei. Also um es klar auszudrücken, das heißt, dass Lügen ganz einfach normal für Sintis und Roma ist.
Der Zentralrat deutscher Sinti und Roma warf den Ermittlern daraufhin vor, nach rassistischen Vorurteilen ermittelt zu haben und erstattete dann im Februar 2014 Anzeige gegen die beiden württembergischen Polizeimitarbeiter. Durch einen Informanten mit dem Decknamen Krokus soll das baden-württembergische Landesamt für Verfassungsschutz Hinweise auf rechtsextreme Gewalttäter erhalten haben. Demnach hätten Rechtsextremisten versucht, den Gesundheitszustand des schwerverletzten Polizisten herauszufinden. Die in Stocken geratenen Ermittlungen kamen durch den Fund der gestohlenen Dienstwaffen der ermordeten Polizistin und ihres verletzten Kollegen am 5. November 2011 in Eisenach wieder in Gang. Die Waffen wurden neben den Leichen der mutmaßlichen Täter eines Banküberfalls in deren Wohnmobil gefunden. Es handelte sich um zwei dem Thüringer Heimatschutz zugeordneten Rechtsextremisten, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. In die Spurensicherung im noch am selben Abend abtransportierten Wohnmobil wurde nach dem Fund der Dienstwaffen durch das LKA Thüringen am darauffolgenden Tag auch die Soko Parkplatz einbezogen. Am 8. November 2011 wurde eine weitere Verdächtige festgenommen. Beate Zschäpe, die kurz nach dem Banküberfall am selben Tag in Zwickau die Wohnung in Brand gesetzt haben soll, in der sie mit den beiden mutmaßlichen Bankräubern lebte. In dieser Wohnung wurden die beiden möglichen Tatwaffen gefunden. Also die beiden möglichen Tatwaffen im Fall von Michelle Kiesewetter und Martin A. Und auch Ausschnitte eines Videos auf einer ebenfalls in der zerstörten Wohnung sichergestellten DVD bringen die Gruppe mit diesem Mord in Verbindung. Ohne Quellenbenennung berichtet der Spiegel im August 2012, das Bundeskriminalamt habe auf einer in der Wohnung des NSU in Zwickau sichergestellten Jogginghose Blutspuren nachgewiesen, die durch einen DNA-Vergleich eindeutig Michelle Kiesewetter zugeordnet werden konnten. Im September 2012 teilte der zur Aufklärung der Neonazimorde eingerichteten erste NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags mit, dass bislang kein Motiv für den Mord an Michelle Kiesewetter ermittelt werden konnte. Auch wurde neben der fehlerhaften DNA-Spur des Heilbronner Phantoms eine unbekannte DNA-Spur am Rücken von Martin A. gefunden, die nicht von den Verdächtigen stammt. Obwohl die Mordwaffe bei Ermittlungen zum rechtsextremen NSU gefunden wurde, bleibt das Tatmotiv, anders als bei den Morden an neun Kleinunternehmern, die mutmaßlich von denselben Tätern in den Jahren 2000 bis 2006 begangen wurden, offen. Im Dezember 2011 gab das Bundeskriminalamt bekannt, dass die Ermittler nach Auswertung einer sichergestellten Festplatte nunmehr von Waffenbeschaffung als Motiv ausgingen und eine Beziehungstat ausschloss. Am Bahnhof war kurz vor der Tatzeit laut einem Bericht des Magazins Focus möglicherweise auch Beate Zschäpe einem nicht eindeutigen Überwachungsvideo zufolge in Begleitung eines fast glatzköpfigen Mannes. Zeugenaussage zufolge könnte Zschäpe bzw. eine Frau mit Kopftuch in Begleitung zweier Männer anschließend in etwa zur Tatzeit am Tatort gewesen sein. Als der Präsident des Bundeskriminalamtes Jörg Zierke 2011 vor einem Bundestagsausschuss den Verdacht äußerte, Kiesewetter und Uwe Böhnhardt könnten bekannt oder befreundet gewesen sein, widersprach der Bürgermeister von Oberweißbach Jens Unglück in einem offenen Brief. Im September 2012 wurde bekannt, dass eine Thüringer Polizistin die Aktivitäten von Neonazis gedeckt bzw. unterstützt hatte. Und diese kannte Michelle Kiesewetter. Zudem war diese mit Michelle Kiesewetters Patenonkel, der ebenfalls Polizist war, befreundet. Dieser wiederum hatte 8 Tage nach dem Mord an seinem Patenkind geäußert, dass die Tat seiner Meinung nach im Zusammenhang mit den bundesweiten Türkenmorden stehe. Wie die Aussage des Patenonkels zu gewichten ist, aus welchem Wissen er den Zusammenhang schon zu diesem frühen Zeitpunkt vermutete und ob die direkten und indirekten Bekanntschaften Michelle Kiesewetters in die rechte Szene in Zusammenhang mit der Tat stehen, bleibt unklar.
Im März 2014 sagte die Polizistin vor dem Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss aus, dass sie bedroht worden sei. Unter anderem hätten zwei Männer sie zu Hause aufgesucht und ihr geraten, sich an bestimmte Dinge im Zusammenhang mit dem Heilbronner Polizistenmord nicht zu erinnern. Ein weiterer möglicher Bezug des Mordfalls auf die Terrorgruppe wurde im April 2017 durch eine ARD-Dokumentation öffentlich gemacht. Darin wurden Filmaufnahmen von der Kranzniederlegung am 27. April 2007, zwei Tage nach der Tat, gezeigt, die ein Graffito an der Wand des unmittelbar am Tatort befindlichen Trafohäuschens der Heilbronner Theresienwiese offenbar mit den Buchstaben NSU zeigt. Dies war den Ermittlungsbehörden zuvor entgangen. Die zuständige Bundesstaatsanwaltschaft gab im Mai 2017 bekannt, kriminalistisch keine Verbindung zur NSU zu sehen. Und Mitglieder der NSU-Untersuchungsausschüsse des Bundestages und des Baden-Württembergischen Landtags sahen die bisherigen Versäumnisse als Hinweis auf eine mögliche weitere Ermittlungspanne und forderten Fotos auch weiterer NSU-Tatorte, um weitere Fotos des Tatorts Theresienwiese nochmals auszuwerten. Mehrere Zeugen, die sich teilweise erst Jahre nach der Tat bei der Polizei meldeten, erklärten unabhängig voneinander, sie hätten unmittelbar nach dem Zeitpunkt der Erschießung Michael Kiesewetters mehrere blutverschmierte Personen im Umfeld der Theresienwiese wahrgenommen, von denen einige sich fluchtartig entfernten. Darauf gründeten verschiedene Experten ihre Vermutung, dass der NSU aus mehr als drei Leuten bestehe. Auch der zweite NSU-Ausschuss des Bundestages formulierte daher ernste Zweifel an der Alleintäterschaft Mundlos und Bernhards. Der Polizistenmord wurde auch im Prozess gegen Zschäpe und vier NSU-Unterstützer vor dem Oberlandesgericht München behandelt. Zum ersten Mal im Januar 2014. Mehrere damals ermittelnde Polizisten um Michael Kiesewetters Kollege Martin A. wurden geladen. Seine Erinnerungen an den Tattag sind nach der erlittenen Verletzung lückenhaft. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass Michael Kiesewetter keine Kontakte in die rechte Szene hatte und beide Polizisten Zufallsopfer waren, die den vom NSU gehassten Staat repräsentierten. Zwei Bereitschaftspolizisten in Michael Kiesewetters Einheit waren bis 2002 Mitglieder der Anfang der 2000er Jahre in Schwäbisch Hall bestehenden Ku Klux Klan Sektion European White Knights of the Ku Klux Klan. Dem EWK KKK hatte auch der V-Mann Thomas Richter mit dem Decknamen Corelli angehört, der sich seit 1995 im Umfeld des NSU-Kerntrios bewegt hatte und unter anderem auf einer Adressliste stand, die Anfang 1998 in der von den NSU-Terroristen als Bombenwerkstatt genutzte Garage in Jena gefunden wurde. So, und diese genutzte Garage in Jena wurde damals dann noch in Verbindung gebracht mit dem Mord an einem Schüler, und zwar Bernd B. Und zwar wurde damals die Vermutung geäußert, dass Uwe Bernhard mit dem Mord an Bernd B. in Verbindung stehen könnte. Also der volle Name war Bernd Beckmann und dort soll es DNA-Spuren von Uwe Bernhard und seinem Jugendfreund Enrico T. gegeben haben, die darauf hinwiesen, dass sie mit der Tat etwas zu tun haben. Zu dem Fall von Bernd Beckmann habe ich ganz am Anfang des Kanals schon mal ein Video gemacht und auch da auf diesen Zusammenhang hingewiesen. Aber ich denke mal, in diesem Kontext werde ich hier nochmal ein neues Video zu dem Fall von Bernd Beckmann machen. Also wie ihr seht, ist das unwahrscheinlich komplex, diese ganze Geschichte, woran jetzt die einzelnen Mitglieder auch über beteiligt gewesen sein sollen. Angeblich auch an der Tötung von Peggy Knobloch, weil dort auch DNA-Spuren gefunden wurden, die auf die NSU hindeutet. Also das sind so viele Punkte, wo man einfach überlegt, ja, das hört sich schon alles sehr, sehr merkwürdig an.
Also der V-Mann Thomas Richter wurde damals auf einer Adressliste gefunden oder stand auf einer Adressliste, die in dieser Bombenwerkstatt, also Garage in Jena, gefunden wurden. Und die Nebenklagevertreter zweifelten an der Gründlichkeit der Ermittlungen des Bundeskriminalamtes. Ebenfalls war der Vorgesetzte von Michel Kiesewetter Mitbegründer von UNITA und wurde vom NSU-Untersuchungsausschuss des Thüringischen Landtags vernommen. UNITA e.V. ist ein 2016 in Stuttgart gegründeter Verein ehemaliger und aktiver Soldaten und Polizisten. Da werden Waffentrainings durchgeführt und die Ausbildung der Nationalpolizei auf den Philippinen unterstützt und gilt als Teil des rechtsextremen Hannibal-Netzwerks. Am 9. Dezember 2015 erklärte Beate Zschäpe bei ihrer vorgelesenen Aussage im NSU-Prozess, Uwe Mundlos und Uwe Bernhard hätten ihr gegenüber erklärt, den Mord an Michel Kiesewetter begangen zu haben, um an die Dienstpistolen der Polizeimeisterin und ihren Kollegen zu kommen, da ihre eigenen Waffen Ladehemmung gehabt hätten. An ihrer Aussage wurden deutliche Zweifel geäußert. Beate Zschäpe ergänzte ihre Aussage auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters im Januar 2016, sie glaube, dass sie mich über das tatsächliche Motiv angelogen haben. Im Juli 2018 wurde Zschäpe unter anderem wegen Mittäterschaft am Heilbronner Mord zu lebenslanger Haft verurteilt und die besondere Schwere ihrer Schuld festgestellt. Bei den 4 angeklagten Unterstützern wurde kein Zusammenhang mit dem Heilbronner Mord festgestellt. Ungereimtheiten bleiben. Auch Untersuchungsausschüsse, unter anderem in Berlin und Stuttgart, konnten kein Licht ins Dunkle bringen. So gibt es zum Beispiel zwar Indizien, aber keine Beweise, dass Mundlos und Bernhard überhaupt auf der Theresienwiese waren. Und wurde die Polizistin Michel Kiesewetter wirklich zufällig zum Opfer der NSU? Hatte der NSU in Baden-Württemberg nur Kontakte oder auch Helfer? 5 Jahre lang wurde vor dem Münchner Oberlandesgericht gegen Beate Zschäpe verhandelt. Zschäpe sagte aus, ihre NSU-Mitbewohner Mundlos und Bernhard hätten den Anschlag auf die Heilbronner Polizistin Michel Kiesewetter und ihren Kollegen allein verübt. Und eben einziger Grund für die Tat, Polizeiwaffen zu erbeuten, die zuverlässiger seien als die eigenen. Und kritische Stimmen hegen auch heute noch Zweifel daran. Nach der Analyse der Aussage von Beate Zschäpe vor dem 2. Bayerischen Untersuchungsausschuss fördern dann Recherchen von MDR investigativ Belege zutage, die die Frage nach dem Motiv für den Mord an Michel Kiesewetter in einem neuen Licht erscheinen lassen. Es ist klar, dass es bei den ersten 9 Taten um ein offensichtliches Motiv geht, und zwar wegen der Herkunft der Opfer. Aber was ist nun wirklich das Motiv bei Michel Kiesewetter und der versuchte Mord an Martin A. gewesen? Er passt einfach nicht in die Reihe. Das Gericht sagt ja, das waren Zufallsopfer und es ging einfach nur darum, die Waffen zu bekommen. Und vor dem Untersuchungsausschuss sagte Beate Zschäpe, dass sie von ihren Komplizen nie gehört habe, dass sie sich eine Polizeiwaffe besorgen wollten. Und weiterhin sagte sie, ich finde es Irrsinn, wenn jemand, der eine Ausbildung an einer Waffe hat, diejenigen zu überfallen und denen eine Waffe abzunehmen. Und sie sei nicht dabei gewesen und hätte so nicht gehandelt. Also es gibt weitere Zweifel am Motiv und Ablauf der Tat in Heilbronn. Zwar kommt ein aufwendiges Gutachten des Bundeskriminalamtes zu dem Schluss, dass sich 2 Täter von hinten dem Polizeiwagen genähert und nahezu gleichzeitig auf die Köpfe der arglosen Polizisten geschossen haben. Aber in den Überresten des Unterschlupfs der Terroristen fanden die Ermittler eine graue Jogginghose und darauf winzige Blutspritzer von Michel Kiesewetter. In einem sogenannten Spritzgutachten wird daraufhin geklärt, ob einer der beiden Täter die Hose getragen hat. Das Ergebnis? Es ist wahrscheinlich, dass eine dritte Person die Hose anhatte. Das Gutachten legt nahe, dass nicht nur Bernhard und Mundlos bei der Tat zugegen waren, sondern eine weitere Person während der Schüsse auf die beiden Polizisten neben bzw. hinter einem der Täter gestanden haben muss. Obwohl das Gutachten als glaubwürdig eingeschätzt wurde, spielte es bei der Beweisführung vor Gericht keine Rolle.
Wer die dritte Person gewesen sein könnte, ist nicht aufgeklärt worden. Aber es ist bis heute völlig unklar, wo sich Beate Zschäpe am Tag der Tat aufgehalten hat. Das Gericht geht davon aus, dass Beate Zschäpe, wie bei allen anderen Taten auch, zu Hause war und auf die Rückkehr der beiden Täter wartete. Ein Beleg dafür gibt es nicht. Beate Zschäpe sagte über die Zeit nach der Tat: Ich weiß auch, dass es mit dem Mundlos mehr gemacht hatte als bei anderen Morden. Nach dem Polizistenmord in Heilbronn veränderten die Terroristen ihren Modus operandi. Sie zogen um, mieteten eine große Wohnung in Zwickau und bauten sie zu einer Art Festung aus. Und sie hörten auf zu morden. So, das war dann der erste Teil mit dem Polizistenmord in Heilbronn. Also ihr seht, wie das Ganze ineinander verschachtelt ist und welche Unklarheiten es da immer noch gibt. War zumindest Michel Kiesewetter und Martin A. waren es so Zufallsopfer? Hatte Michel Kiesewetter irgendwelche Kontakte in diese Szene? Oder war sie einfach tatsächlich wirklich nur ein Zufallsopfer? Denn sie hatte ja diesen Dienst an diesem Tag von einem Kollegen übernommen, der erkrankt war. Ich habe mir gerade nochmal die Darstellung bei Aktenzeichen Y angeschaut. Und da ging es um einen Sondereinsatz in Heilbronn an diesem Tag. Und für diesen Sondereinsatz wollte sie sich laut der Darstellung bei Aktenzeichen eintragen. Und zwar wegen der Überstunden. Diese Liste, in die man sich eintragen konnte, war aber schon voll. Und sie hat dann einen Kollegen, der mit ihr dort auch vor der Liste stand und der sich schon eingetragen hatte, hat sie dann überredet, ihr diese Schicht zu überlassen. Bei diesem Sondereinsatz ging es laut der Darstellung darum, die örtliche Polizei im Bereich Straßenkriminalität zu unterstützen. Also haben wir da zwei gegensätzliche Darstellungen. Einmal den Punkt Wagenzeichen Y, dass sie aktiv diese Schicht übernehmen wollte. Und in den anderen Darstellungen, dass sie die Schicht von jemandem übernommen hat, weil er erkrankt ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, was stimmt da jetzt? Also wie ihr seht, viele, viele Fragen generell in diesem ganzen Komplex. So, ich bedanke mich erstmal bei euch, dass ihr zugehört habt, denn ich denke mir mal, der Stoff ist teilweise doch schon ein bisschen dröge, aber das muss halt so sein, um wirklich die einzelnen Komponenten zu erkennen. Also ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen oder Zuhören, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!